Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Der Juni ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Wir haben jetzt den 29. Und es ist so warm. Ich schwitze schon wieder wie verrückt. Stört euch also bitte nicht daran, wie fertig ich gerade aussehe. Draußen hat es zwar nur 29 Grad, aber in meiner Wohnung sind es locker 27, ja, und der Schweiß rinnt. Stört euch bitte nicht daran. Es ist halt Sommer. Mir gefällt das auch gerade nicht, aber da müssen wir durch. Wir kommen zum Aufgebrauch. Das ist dieses Mal sehr Scentsy und Goose Creek lastig. Es gab natürlich aber auch die ein oder andere Firma, die da noch drin vertreten ist. Und ich denke, wir fangen einfach mal an, denn ich sehne mich nach einer Dusche und direkt nach dem Video möchte ich duschen gehen. So, bewaffnet. Es ist ein kleines Kerzchen dabei. Das war am Anfang des Monats, als es nicht ganz so heiß war. Also ich habe zwar immer Duftlampen an, auch Teelichtlampen, aber bei der Hitze mache ich normalerweise nicht zusätzlich eine normale Kerze an. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist von Urbane bei DW Home, der Coastal Woods. Das sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Die hatte ich mal, ich meine, von der lieben Serpil bekommen. Und der roch tatsächlich nach dem, was draufsteht. Also er hatte was Salziges, Meerwasser und Küstenartiges. Er hatte aber auch tatsächlich was Waldiges drinnen. Also ich habe so Tannennadeln oder Zypressen wahrgenommen. Ja, der hat bei mir im kleinen Flur ganz klassisch gebrannt. Da hat es auch gereicht, dass er Duft abgibt. Fand ich ganz in Ordnung. Oh, mir ist so warm. So, Moment. Und dann fangen wir mal an. Ich habe von Yankee Candle meinen geliebten Beach Flowers leer gemacht. Der war mal abgegossen von einem Hauswärmer und das war mein letzter Rest. So ein wunderschöner floraler Duft. Ja, als wären die Blumen tatsächlich von Salzwasser verwässert. Der ist floral und gleichzeitig so schön angenehm frisch. Lange schon nicht mehr im Sortiment. Und irgendwie habe ich mir kein Backup gekauft, als sie noch gut zu bekommen waren. Ja, und jetzt gibt es sie nicht mehr. Und ich bin sehr traurig. Ich liebe Beach Flowers. Ja, ab und an kommt man noch dran, aber zu Preisen, die ich nicht bereit bin zu zahlen, egal wie schön ich den Duft finde. Deswegen werde ich ihn wohl nicht mehr düfteln. Leider. So, Goose Creek. Es war, wie gesagt, eine ganze Menge. Einmal habe ich hier den Orange Cream Soda. Das ist im Grunde ähnlich wie ein Creamsicle-Duft, nur nicht so eislastig, sondern tatsächlich eher wie ein Getränk. So verrückt sich das anhört. Also er war nicht ganz so cremig und auch nicht ganz so süß wie ein Creamsicle-Eis, sondern es war wirklich hier ein Orangensaftgetränk mit einer Kugel Eis drin oder so. Mag ich. Würde ich auch wieder düfteln. Goose Creek Noah's Ark, ja, wunderschöner, veilchenhafter Parfumduft. Hier rieche ich leider nichts mehr, aber ich liebe Noah's Ark und ich weiß, dass es vielen draußen sehr ähnlich geht. Dann hatte ich Crumbs von Succulents. Das ist aus einem Tumbler und das habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Kalt roch der unglaublich schön, hier auch immer noch grün und herb und wie für den Sommer gemacht. Warm ist da nicht viel bei mir angekommen. Also ich habe öfter das Problem bei den Crumbs, wenn sie aus den Tumblern kommen, dass ich sie nicht wahrnehme. Obwohl ich ja von den Tumblern selber zwei oder drei hier habe, im Tumbler nehme ich es wieder wahr. Also es ist ganz komisch. Vielleicht stimmt auch was mit meiner Nase nicht. Dann hatte ich von den neuen Goose Creek Düften, da habe ich von der lieben Butchin ja ein paar bekommen, den White Water Springs. Ein frisch aquatischer Duft mit etwas Floralem im Hintergrund. Und gefühlt war da ein Hauch Eukalyptus drin. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja, er war frisch aquatisch, ich glaube mit einem Hauch Eukalyptus und mit etwas Floralem im Hintergrund. Hat mir gut gefallen. Da überlege ich mir, das Clamshell zu holen.
Also der Hausbäumer muss es nicht gleich sein. Ich kaufe ja auch momentan nicht wirklich viele Kerzen. Ganz selten nur, weil ja, ich seit 2 Jahren oder so viel mehr Wachse düftle als Kerzen. Dann hatte ich von Goose Creek den Chili Rain Showers. Das war so ein sanfter, frischer Duft. Ja, schon ein bisschen rainartig, aber der hatte irgendwie auch was super Behagliches. Ich weiß nicht. Ich fand das ja schon im Kaltzustand, dass der was Behagliches hatte. Und warm ist das für mich so geblieben. Obwohl er schon so eine leichte, typische Rain-Note hatte. Ihr wisst so, wie Regendüfte halt gerne interpretiert werden. Er hatte für mich auch ganz sanfte, zitrische Unternoten. Ja, dadurch hatte der was Frisches. Also er war frisch und behaglich und damit genau richtig gerade. Und der Wildflower Ginger Tea. Das war so ein sanft blumiger Duft, meine ich. Ja. So ein sanft blumiger Teeduft. Vielleicht hatte er eine kleine Ingwernote. Ich habe es mehr als Zitrus wahrgenommen. Und es war auch keine Ingwer-Schärfe zu riechen. War aber ein schöner Duft. Kann man machen. Aber der hat mich jetzt nicht so gecatcht wie zum Beispiel der White Water Springs. Also den fand ich schon richtig schön. Und dann habe ich Sunday Dry Flair gemacht. Ein schöner, parfümiger Duft auf floraler Basis. Ach Gott, der ist so schön. Da habe ich auch den Hauswurmer von. Und irgendwie rieche ich mich an dem auch nicht satt. Also, ja. Jederzeit gerne wieder. Wie gesagt, ich habe das Glas davon. Ich liebe diesen Duft. Hibiscus Fruit Punch. Der war auch schön. Ich finde, es war mehr Fruit als Hibiskus, also mehr Fruchtkomponenten. Obwohl Hibiskus war auch gut wahrnehmbar. Es war ein schöner Mix aus Frucht und Floral und ja, für mich passt der Duft super in den Sommer. Würde ich auch wieder düfteln, habe ich aber nichts mehr von daheim. Dann hatte ich White Pine Lake. Ich finde, der riecht genauso, wie das Label es darstellt. Also ich rieche irgendwie frische Luft aus den Bergen. Ich rieche die Bäume und ich rieche auch das Wasser. Also es ist ein ozonisch-aquatischer Nadelbaumduft, so verrückt sich das anhört. Ein richtiger Sommer-Nadelbaumduft hat überhaupt gar nichts mit einem Weihnachtsbaum zu tun. Hier riecht, wie gesagt, auch die frische Bergluft und die Bäume, die links und rechts am Rande stehen, super schön. Wer Nadelbaumdüfte mag und ihn nicht kennt, sollte ihn sich zumindest mal anschauen. Und dann habe ich den Sandy Toes leer gemacht. Das ist so ein schöner, für mich sehr trockener und dadurch tatsächlich sandiger, parfümiger Sommerduft. Ich glaube, hier ist Sandelholz mit drin, daher kommt das Parfümige. Und der hat wirklich so eine richtig trockene Sandnote. Mag ich sehr, habe ich leider auch nichts mehr von. Den werde ich mir aber sicherlich spätestens im nächsten Jahr nachkaufen. Ein schöner Duft. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe hier so viele Clamshells leer gemacht. In den meisten Clamshells waren nur noch 2 Stücke drin. Das irritiert nämlich oft viele Zuschauer, dass ich so viele Clamshells leer mache. Allerdings waren die halt nicht komplett voll. Das waren dann Reste, ja, die dann mal weg mussten. So, dann habe ich von Better Homes and Gardens den Island Coconut Lime. Der war okay. Es roch nach dem, was draufsteht. Also es war Kokosnuss und Limette. Ist in Ordnung im Sommer. Kann man machen. Düftle ich auch gern mal. Aber bräuchte ich jetzt nicht zwingend nochmal. Also. Ja. Und Better Homes and Gardens, der Summer Fruit Medley. Das war ein richtig krasser, fruchtiger Duft. Schon recht zitrisch, aber nicht wie Reiniger, sondern es war eigentlich so ein erfrischend zitrischer
gute Laune-Duft. Hat mir sehr gut gefallen. Ein super schöner Sommerduft. Von Country Candle hatte ich einmal Lemon Rind. Das ist ein super schöner Zitronenduft. Also, ja, er war einfach nur schön. Er hat für mich null Reiniger im Moment. Er war einfach nur schön frisch, schön zitrisch. Ein Ticken, aber wirklich nur ein Ticken süß, so gerade so, dass die Säure nicht zu heftig rüberkommt. Mag ich. Hatte ich jetzt das erste Mal durch ein Tauschi und ich überlege mir davon, das Clamshell zuzulegen. Und von Country Candle, ich glaube, das war ein neuer Duft, der Dragonfruit Lemonade. Der war schön. Uiuiuiui. Oh, hier riecht man nicht mehr viel. Aber ich weiß, der war wunderschön, den fand ich richtig toll. Den werde ich mir auch noch mal näher angucken und vielleicht davon auch ein Clamshell einziehen lassen. Nur jetzt gerade nicht bei den sommerlichen Temperaturen. Die meisten Kerzenhändler verschicken jetzt eh keine Wachse, was auch besser so ist, denn ab 30 Grad wird es kritisch. Ihr dürft ja nicht bedenken, dass es nur draußen 30 Grad sind. Ihr müsst ja bedenken, wie warm es dann im Zustellfahrzeug wird. Ja, und das kann gut gehen, das muss aber nicht gut gehen. Deswegen werden auch viele Kerzenhändler jetzt nicht verschicken. Ich weiß, dass auch zum Beispiel Doris von Wohlfühlmomente gerade nicht verschickt, eben wegen dieser Temperaturen. Aber wenn es kühler ist, werde ich mir den mal als Clamshell angucken, denke ich. Von Miss Curly Wax habe ich den Lavender leer gemacht. Ja, eine wunderschöne, krautige, kräftige Lavendelnote mochte ich. Traumdüfte, Dragonfruit Iced Tea. Der roch anders als hier der Dragonfruit Lemonade. Der Lemonade war tatsächlich spritziger, ohne spritzig zu sein. Also es war kein spritziger Duft, aber er war schon spritziger als der Iced Tea. Trotzdem waren beide Düfte schön. Auch hier rieche ich nicht mehr viel. Der Dragonfruit Iced Tea hatte für mich mehr Süße. Ja, und war wie gesagt nicht so spritzig. Also es ist schon gut interpretiert, dass der eine eine Limonade und der andere ein Eistee sein soll. Gemocht habe ich beide. Von Bath & Body Works hatte ich den Ocean Driftwood. Ja, ich mag Driftwood-Noten. Es ist eigentlich fast schon egal, von welcher Firma. Ich mag 99% der Driftwood-Düfte sehr gerne. Und den hier auch. So ein bisschen aquatisch, salzig, aber auch holzig. Meistens warm mit einem maskulinen Einschlag. Finde ich super. Von Stonewall Home, ebenfalls Driftwood. Nicht wundern, das ist meine Schrift und da drin ist noch das Originaltütchen. Das war aber ein PE-Tütchen und ich hatte es umgetütet. Ja, das war ein leicht holziger Driftwood-Duft, der aber überraschend cremig daherkam. Ich weiß nicht, ob da eine Kokosnuss drinnen war, die das cremig gemacht hat. Hier rieche ich auch nicht mehr viel. Ja, aber ich finde, der war nicht so intensiv. Der hat sehr schnell nachgelassen. War in Ordnung. Aber aufgrund dessen, dass der so schnell nachgelassen hat, bräuchte ich ihn jetzt nicht nochmal. In the Mood Design Cucumber Slushy. Und was soll ich sagen? Es ist oft so bei In the Mood, dass mich die Düfte meine Nase nicht erreichen, also mich nicht erreichen, obwohl die immer wunderschön aussehen. Und ich hatte im letzten Monat einen Duft, den fand ich sehr stark und jetzt der hier auch. Also Cucumber Slushy war sowas von intensiv und auch sowas von lang anhaltend. Wahnsinn. Vielleicht waren die Düfte, die mich nicht erreicht haben, auch die Öle schwächer. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei In the Mood mich schon quer durchs Sortiment getestet habe. Ich glaube, ich habe vielleicht 5 oder 6 Düfte getestet. 3 oder 4 haben, wie gesagt, meine Nase überhaupt nicht erreicht. Und letzten Monat, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, war einer, den ich als sehr intensiv empfunden habe. Und hier der Cucumber Slushy ebenfalls. Ein toller Duft.
Er war gurkig, ja, aber süßer. Also es war jetzt nicht so, als würdet ihr eine Gurke aufschneiden und es ist diese pure Frische der Gurke, sondern er war süßer. Aber er war gut. Er hat mir sehr gut gefallen. Von der lieben Burtchen habe ich den Island Margarita aufgebraucht. Ein super schöner Cocktailduft ohne Alkohol. Süßlich. Ich bin mir nicht sicher, ob er nur fruchtig war oder ob auch florale Bestandteile drin waren. Ich habe noch nie einen solchen Margarita-Duft gerochen. Ich muss aber dazu sagen, ich finde den toller als alle anderen Margarita-Düfte, die ich jemals hatte. Die meisten Margarita-Düfte sind mir zu zitrisch und zu öde. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber der war richtig toll. Ich war schon ein bisschen traurig, als der Riegel weg war. Also das war ein kompletter Riegel mit 5 Stücken. Und als er weg war, war ich schon ein bisschen traurig. Der war toll. Burtchen, der war klasse. Von der lieben Pusteblume habe ich Sand and Sand, selbst gegossen von ihr, aufgebraucht. Ja, und der roch anders als jetzt Sand and Sand von Yankee. Aber grundsätzlich in eine ähnliche Richtung gehend. So ein wirklich trockener Sandduft. Der Duft war auch tatsächlich, als wenn es sonnig wäre, und für mich hatte er einen Sonnenmilchcharakter. Mochte ich. War durchaus in Ordnung. Von The Basin Garden hatte ich Summer Melon and Mint. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich in meiner blöden Kamera nicht erkennen. Ja, roch nach dem, was draufsteht. Sehr melonig, sehr minzig, schön ausgeglichen, die beiden Duftkomponenten. Ein richtiger Sommerduft eben. Ne? The Basin Garden, Summer Melon and Mint. Von Duftzauberliebe war Sommersehnsucht. Na, gehst du mal auf. Oh ja, das war ein sehr süßlicher, fruchtiger Duft, den ich toll fand. Den hatte ich an, da war es nicht ganz so heiß, da waren es 24 Grad vielleicht, so circa. Und da fand ich den so großartig, wirklich so großartig. Ein sehr, sehr angenehmer Duft. Aber ich glaube, Duftzauberliebe waren das doch, die man jetzt im Internet nicht mehr findet. Ne? Ich weiß nicht, ob die nicht mehr gießen. Schade drum, der Duft war schön. Sommersehnsucht, dieser. Und dann habe ich von Waximo ein Mini-Wax-Melt gehabt in Melon und Cucumber. Könnt ihr wahrscheinlich auch nicht richtig gut erkennen. Ihr wisst, fokussieren und meine Kamera, das ist immer so eine Sache. Und Mama Mia, der roch intensiv. Dieses kleine Pöttchen hat gedüftelt und gedüftelt und gedüftelt und ich habe das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Und es war ein schöner Duft. Es war ein richtig schöner Melonen-Gurkenduft. Entschuldigung, dass ich hier so oft wische. Mir läuft der Schweiß. Es war ein richtig schöner Melonen-Gurkenduft. Sehr erfrischend, trotzdem süß. Und wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Fand ich gut. Waximo muss ich mir noch mal genauer anschauen, die Firma. Hat mir sehr gefallen. Dann hatte ich Wachsmacherei in der Lampe, und zwar den Pure Lavender. Hier rieche ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Naja, aber Pure Lavender hat nach purem Lavendel gerochen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich liebe Lavendel. Ich mochte den auch. Nochmal Wachsmacherei, das No Prop Llama. Und das Melt war ein riesengroßer Klopper, wirklich in Lama-Form, total niedlich. War für mich ein leicht parfümiger, cremiger Mangoduft. Ich weiß nicht, ob da noch andere Komponenten drin waren außer Mango. Bestimmt sogar. Aber die Mango kam am stärksten durch und es war, wie gesagt, für mich leicht parfümig, also nicht nur fruchtig.
Ich fand den schön. Ich stehe normal nicht so auf Mangodüfte, aber No Prob Llama fand ich richtig schön. Den würde ich definitiv nochmal düfteln. Iceflower Pina Colada. Ein super schöner Pina Colada Duft. Ich würde aber behaupten, die Ananas ein Ticken mehr als Kokosnuss. Trotzdem relativ nah an einem guten Mischverhältnis. Ich mag nur den von Scentsy, den Pina Colada Cha-Cha, noch lieber. Zu dem kommen wir gleich. Aber ich mochte ihn. Von Iceflower Lavender Chamomile. Ein schöner Duft, leicht seifig und leicht parfümig. Ja, ein toller Schlafzimmerduft, ne? Mochte ich. Von Iceflower Lavender Pineapple Margarita. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau gerochen hat. Ich hoffe, man riecht jetzt hier noch was. Ah, nicht mehr wirklich. Aber ich weiß, dass ich den großartig fand. Es hört sich ja jetzt erstmal verrückt an. Lavendel, Ananas, Margarita. Aber der Duft war wunderschön. Also jederzeit gerne wieder. Den habe ich gefeiert. Iceflower Island Spa. Ein zitrischer, frischer Duft. Ja, sehr ähnlich zu dem Island Spa von Yankee Candle. Ich fand den hier nur etwas cremiger und sanfter und nicht ganz so heftig wie den von Yankee. Mochte ich. Jetzt kommt von Claudia, also Soul Fragrances, Duftmädchen. Süße Lavendelliebe. Ja, es war ein süßer Lavendelduft. Ich weiß nicht, ob das Pink Sugar mit dabei war oder es war keine Vanille, nee. Ich weiß es nicht, aber er war schön. Mochte ich sehr. Würde ich auch wieder düfteln. Nochmal Soul Fragrances, Amber Musk. Gott, was für ein toller Duft war das denn. Amber und Moschus. Und ich finde ja diese parfümigen Amber, Sandelholz, Moschusdüfte, die macht Claudi besonders toll. Da hat sie besonders schöne Öle. Die Melts sehen sowieso immer wundervoll aus. Oh ja. Große Liebe. Mag ich sehr, 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 sehr gern. Der gleiche Duft gemischt mit Magic in the Air. Der wurde dadurch sanfter, pudriger, aber war auch immer noch ein super schöner Duft. Ach Gott. Einfach wunderschön parfümig. Man riecht Amber, man riecht Moschus und man hat auch den Magic in the Air, finde ich, gut rausgerochen. Liebe ich. Wohlfühlmomente. Blütenrausch. Ein sehr, sehr floraler Duft. Den hatte ich auch im letzten Jahr im Frühling schon mal. Oh. Ein bunter Blumenstrauß, aber definitiv Veilchen mit dabei. Mag ich, würde ich jederzeit wieder düfteln. Blütenrausch von Doris ist toll. Nochmal Wohlfühlmomente. Orange Blossom und Strawberry Orange Juice. War für mich so ein herbstsüßer, orangiger Duft. Ja, der war so herbstsüß und irgendwie, ich weiß nicht, da hat mich was gestört. Ich weiß nicht, was mich gestört hat, aber mich hat da irgendwas gestört. Das war nicht so ganz meine. Also ich fand den kalt schöner als warm. Muss nicht nochmal sein. Und dann hatte ich, Moment, da habe ich einen Zettel drin. Den Laguna Breeze von Wohlfühlmomente bei Zwischen 1000 Zeilen. Der war aus der Booktube-Kollektion damals. Und drin sein sollten, laut Duftbeschreibung, Strandhölzer, Vanille, Zeder, Moos, Eukalyptus, Wasser, Limone, Grapefruit, Aprikosennektar, Patchouli, Amber und Moschus. Also ganz schön viel. Für mich war der einfach nur aquatisch und frischholzig. Also,
Wasser habe ich sicher rausgerochen, Strandhölzer habe ich rausgerochen. Ja, Moschus schon, es war angehaucht parfümig, aber nur angehaucht, es ist kein Parfümduft. Aber die ganzen anderen Noten habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen. Er war aquatisch, frisch und holzig. Ein schöner Duft eigentlich. Und von Wohlfühlmomente der Papaya, Cactus and Sea Salt und Guava. Ein süßer, mehr fruchtig als frischer Duft. Also Sea Salt habe ich gar nicht wahrgenommen. Vor allem Papaya und Guava habe ich wahrgenommen. Und das riecht noch richtig doll im Tütchen. Ja, für mich war es einfach ein schöner Fruchtduft. Also wie gesagt, Cactus und Sea Salt ist für mich da komplett untergegangen. Aber als Papaya-Guavenduft war es trotzdem immer noch sehr, sehr schön. So, jetzt müsste ich die Kamera neu starten. Und weiter geht es. Jetzt wartet noch ein kleines bisschen Scentsy und dann sind wir auch schon durch. Da hatte ich den A Botanical Garden in der Lampe. Den hatte ich im Tauschpaket, den hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wann es den gab. Der war grün, frisch und ganz leicht parfümig. Und ich fand den wunderschön. Wunderschön. Ich weiß nicht, wann der im Sortiment war. Aber ich hoffe, er kommt irgendwann zurück. Der hat mir richtig gut gefallen. Der Cherry Limeade. Sehr künstlich, kirschig, limonadig. Ja, er war okay. Es ist jetzt nicht so mein Beuteschema, ne? Aber ich glaube, er war ganz schön. Also wenn ihr auf so künstlich, kirschig, limonadig steht, kann man sich den durchaus anschauen. Es ist halt nicht mein Beuteschema. Für mich war er deshalb nur okay. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn noch mehr bräuchte. Ein Pröbchen vom Ab. Ein wunderschöner, fruchtiger und trotzdem cremiger Duft, den ich großartig finde. Ich habe auch noch ein bisschen hier. Von dem Bring Back My Bars hatte ich ein Pröbchen vom Bananas in der Lampe. Künstlich bananig, süß. Und ich finde, da passt tatsächlich die Scentsy-Duftbeschreibung. Die sagt nämlich selber, dass es wie ein Kaubonbon ist, das nach Banane schmeckt. Und genauso habe ich den Duft tatsächlich empfunden. War ein schöner Duft, ist aber nicht in meinem Club, weil ich mir denke, gerade diese süßen, Kaubonbon-artigen, künstlichen Bananendüfte, die gibt's ja an jeder Ecke. Also es ist ja nicht so, dass ich Bananendüfte hasse, aber ich liebe sie auch nicht. Und wenn ich Bananendüfte so richtig gern mag, sind es eigentlich eher die, ja, die so ein bisschen authentischer daherkommen, wie vielleicht so eine überreife, matschige Banane oder am besten wie so ein Bananenmilchshake. Ja, und er ist eher das Kaubonbon. Wenn man Bananendüfte mag, auch wenn sie süß und künstlich sind, unbedingt anschauen. Ich finde ihn gut, ich würde ihn auch nochmal düfteln, hätte ich ihn hier, aber ich finde ihn jetzt nicht so gut, dass ich ihn mir in den Club legen würde. Ebenfalls Bring Back My Bar Pistachio Ice Cream. Der war eigentlich sehr angenehm. Der war süßlich, leicht nussig, sehr cremig, wirklich wie ein Eis. Nur ganz minimal kommt vielleicht eine Marzipannote durch, obwohl ich ihn jetzt wirklich mehr nussig als marzipanig fand. Ist aber auch eben nicht mein Beuteschema. Er war schön. Wer Pistaziendüfte mag und Eiscreme-Düfte oder gleich die Mischung, wie hier, Pistazien-Eiscreme, unbedingt anschauen. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht im Club, weil es eben nicht mein Beuteschema ist. Ist aber ein schöner Duft. Und dann hatte ich den Rise and Sunshine. Auch hier wieder meine Handschrift und da drin das Original PE-Tütchen. Ein orangiger Duft, den ich kalt ganz schön fand, aber warm wurde er mir viel zu
seifig und damit unangenehm irgendwie. Brauche ich nicht nochmal. Das ist nicht meins. Habana Vieja hingegen liebe ich. Da habe ich auch noch 2 Bars, glaube ich, oder 3. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch. Oh ja. Ein wunderschöner, fruchtiger Tabakduft. Erinnert mich immer so ein bisschen an Shisha-Tabak, wenn ich durch die Stadt laufe, an einer Shisha-Bar vorbei und der Duft auf die Straße dringt. Da sind schon manchmal fruchtige Noten bei, die sehr ähnlich riechen. Ein super toller Sommerduft. Immer und immer und immer wieder gerne. Ja. Chamomile Daisy hatte ich noch in der Lampe. Genau wie auch in den letzten Monaten schon. Ach, es riecht noch. Ich finde nicht, dass er nach Kamille oder nach Gänseblümchen riecht. Für mich ist das ein Teeduft, ein leicht floraler Teeduft. Da sind die Gänseblümchen vielleicht. Mit einem ordentlichen Schuss Zitrone. Also es ist für mich eher ein Tee-Zitronenduft. Aber schön, ich mag ihn. Ich habe davon auch noch ein paar. Und Safari Sunset. Der geht für mich in eine ähnliche, nicht genau, aber eine ähnliche Richtung wie der Serengeti Sunset von Yankee. Wobei es aber kein Dupe ist. Das sind schon unterschiedliche Düfte, aber so die Grundrichtung ist die gleiche. Orangig mit Sonnenuntergangsfeeling, leicht holzig, es ist definitiv Amber drin. Und er hier ist dazu noch leicht maskulin. Mag ich sehr gerne. Habe ich nichts mehr von, würde ich aber wieder düfteln. Ist ein super schöner Duft. Noch einmal der Ab. Ach, einfach ein wunderschöner, cremiger, fruchtiger Duft, wobei die Frucht aber nicht so heftig ist wie ein purer Fruchtduft. Ich finde, hier ist es so die Gesamtkomposition. Ich finde den so, so angenehm. Ariel Under the Sea habe ich leer gemacht. Da ist zum Glück ja auch schon Nachschub da. Das müsstet ihr in meinem letzten Sensi-Video gesehen haben. Drinnen war offiziell Ozeane aus grünem Wasser, frischer grüner Apfel und blaue Hibiskusblüten. Und er roch tatsächlich irgendwie aquatisch, wässrig, aber leicht floral. Apfel habe ich nicht im klassischen Sinne wahrgenommen. Es ist ähnlich wie beim Ab. Es ist einfach so diese Gesamtkomposition. Gott, fand ich den schön. Ich fand den so schön, dass ich ihn unbedingt nochmal brauchte. Und ja, hab halt noch ein paar. Gogo Mango habe ich leer gemacht. Da waren noch 2 Stücke vom letzten Jahr übrig. Offiziell drinnen Granatapfel, Brombeernektar und Jasmin. Und für mich war das einfach ein schöner, fruchtiger Duft. Ich hätte jetzt nicht unbedingt den Granatapfel rausgerochen oder den Brombeernektar. Man merkt schon, dass neben der Mango noch irgendwas anderes Fruchtiges ist, aber ich hätte es nie benennen können. Das Ganze leicht cremig und im Warmzustand auch leicht parfümig, mochte ich sehr gerne. Werde ich mir sicherlich auch spätestens im nächsten Jahr nachkaufen. Immer vorausgesetzt, es gibt ihn dann noch. Ich finde ihn toll, aber jetzt nicht so toll, dass ich ihn mir deswegen in den Club packen müsste. Aber sollte er nächstes Jahr noch im Sortiment sein, werde ich mir sicherlich ein paar nachkaufen. Und der letzte Duft, dann habt ihr es geschafft. Ist der Pina Colada Cha-Cha. Von dem habe ich noch 2 Bars, einmal in dem Outfit und einmal in seinem ursprünglichen Gewand. Da war er ja in der letzten Whiffbox drinnen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass ein Bar jetzt komplett leer ist. Ein super schöner Pina Colada Duft. Ich finde Kokosnuss und Ananas sehr ausgeglichen. Beide Komponenten gut wahrnehmbar. Und sehr, sehr cremig. Also fast schon sahnig. Rum rieche ich nicht. Soll laut Sensi drinnen sein. Nehme ich so aber nicht wahr.
andere Leute schon, habe ich gehört. Für mich ist das aber einfach ein wunderschöner, cremiger und sehr stimmiger Ananas-Kokosnussduft. Mag ich sehr gerne, passt super in den Sommer. Ja, habe noch 2 Bars und freue mich. Und das war's. Es war diesmal, glaube ich, auch recht viel. Lag daran, dass ich Urlaub hatte und viel daheim war und viel düfteln konnte. Das dürfte sich im nächsten Monat dann wieder ändern. Ich bin zufrieden, dass ich endlich mal ordentlich was aufgebraucht habe. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt fange ich von neuem an zu sammeln. Was habt ihr denn Schönes verdüftelt im Sommer? Düftelt ihr überhaupt im Sommer? Also ich weiß, dass einige Leute bei den hohen Temperaturen ja sich scheuen zu düfteln oder kein Interesse daran haben, weil es ihnen zu warm ist. Ich düftel ja wirklich rund ums Jahr. Mir würde sonst was fehlen. Schreibt mir gern was Nettes in die Kommentare, da freue ich mich immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.